Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen schönen Video vom Wasserauffüllsimulator 2015. Ja, mir gehen so langsam die dämlichen Namen aus für den Simulator. Oh mein Gott, ich hab's kaputt gemacht. Das war wohl doch zu viel, wobei hier ja sowieso überall reinfließt. Davon abgesehen, da habe ich sowieso schon vor langer Zeit alles kaputt gemacht. Tja, das kommt davon. Wer hat da in eurem Gehege geblieben? Macht nur weiter, ihr blöden Hühner. So. Das ist jetzt echt ein bisschen doof, weil der Kommentar ist ja schon länger drin gewesen. Dass ich das jetzt in meiner letzten Folge, die ich heute mache, also ich habe jetzt die letzten drei, vier, glaube sogar fünf Folgen, wieder nacheinander durchgehauen. Ich wollte ja noch was zu dem Kommentar von Katja sagen. Der hat mir sehr gefallen. Haha, das hat endlich funktioniert, ich fasse es nicht. Ich dachte schon, das beschäftigt mich jetzt die nächsten 5 Stunden noch. Jetzt muss nur noch das hier klappen. Ja, Kommentar von Katja. Irgendwas in die Richtung geschrieben von wegen, ja, ich gucke echt gern bei dir. Dir kann man auch mal was Negatives sagen, ohne dass du gleich beleidigt bist. Das fand ich ganz schön, dass du die Meinung so von mir hast. Jetzt pass. Oh, wunderschön. Guck, kaum rede ich ein vernünftiges Thema oder spreche ein vernünftiges Thema an, funktioniert das Ganze auch. Meine Fresse. So. Das letzte bisschen Wasser, das schütten wir einfach mal sinnlos in die Landschaft. Allerdings nicht auf meinem Plateau, sondern da sollen mal schön die da unten ertrinken. Gut, da sollte es vielleicht auch nicht unbedingt reinlaufen. Machen wir es hier hin, so. Viel Spaß mit dem Wasser, ihr Trottel. Okay, weiter breitet sich scheinbar nicht aus. Passt. Ja, ich finde es gut, dass du das so siehst, weil genau so will ich mich ja auch geben. Wäre ja sinnlos, meiner Meinung nach, nach Kommentaren zu schreien oder zu sagen, kommentiert doch bitte, wenn ich dann eingeschnappt wäre. Weil wer Kommentare will, der muss ja wohl damit rechnen, dass auch mal was kommt, was vielleicht nicht positiv ist. Wenn es einfach mal was gibt, was einfach irgendwie, keine Ahnung, vielleicht den geneigten Zuschauer nervt oder wenn es irgendwas gibt, was man besser machen kann, dafür sage ich es ja, dass ihr kommentieren sollt, weil ich auch dann darauf hoffe, dass auch hin und wieder mal Sachen kommen, wenn euch was auffällt, was vielleicht nicht so gut passt. Und ja, das wollte ich einfach nur nochmal loswerden, so wie ich das eben sehe. Es ist ja Quatsch, wie gesagt, eine Meinung einzufordern, wenn man mit der Meinung nicht leben kann, die eventuell auf einen zukommt. Und gerade wenn man bei YouTube aktiv ist oder auch sonst irgendwas macht, was halt dann mehrere Leute praktisch begutachten, keine Ahnung, in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwas, nennt es wie ihr wollt, dass dann auch mal negative Stimmen kommen können, ist ja wohl logisch. Also ich glaube, ja, also ich habe natürlich schon viel gesehen auf YouTube. Ich habe auch schon bei anderen YouTubern mal reingeschaut, also jetzt auch mal vorzugsweise sowieso eigentlich die nicht so groß sind. Und ja, ich find's krass, was da hin und wieder für, also ich mache es gerade noch mal ein bisschen breiter, damit das einfach so ein bisschen mehr Platz auch bietet für das Zuckerrohr dann. Oh, ich habe noch eine schöne Idee. Müssen wir aber gleich mal schauen, ob das einigermaßen umsetzbar ist oder ob da zu wenig Platz ist, wobei das sollte eigentlich gerade noch passen. Ich sag's euch gleich. Nee, also ich find's krass, was da teilweise abgeht in den Kommentaren. Da sind dann zum Teil echt ends viele Kommentare, aber wenn man da mal reinschaut, teilweise richtig ausartendes Zeug, also richtige Flame Wars. Weil derjenige, der dann eben das Video gebracht hat, mit der Meinung von irgendwelchen Zuschauern nicht leben konnte. Und das finde ich dann schon krass, also ganz ehrlich. Das ist, wenn das der Maßstab ist, dann liege ich wirklich sehr gut. Aber ich hoffe nicht, dass das der generelle Maßstab bei YouTube ist, weil das wäre sehr enttäuschend. Wie gesagt, also es gibt offensichtlich genug Leute, die eben nicht mit einer Meinung umgehen können, die vielleicht auch mal negativ ist und Kritik anmerkt. Jetzt muss ich nochmal schauen, wieso geht denn das nicht? Ach, direkt ans Wasser geht das nur. Verstehe.
Na gut, dann müssen wir es sowieso so drumrum machen. Dann hätten wir ja unseren Schilf mehr oder weniger. Dann will ich doch schon mal so ein bisschen was in die Wege leiten, dass das anfängt zu wachsen. Auf jeden Fall. Oh, das sieht sogar richtig gut aus, oder? Finde ich jetzt. Auf jeden Fall, ich finde es krass. Und ja, dann wundert mich nichts, dass einige schreiben, ja, ich finde das voll cool, dass du auf Kommentare antwortest und wie du darauf eingehst. Ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich nicht für alle. Das finde ich schon heftig. Also gerade, wie gesagt, da wird dann wirklich aufs Übelste beleidigt und dann nicht nur die Leute selber, sondern auch gleich deren Mütter, Väter und Großeltern fünfter Generation und was weiß ich alles. Also das ist schon, das ist grenzwertig und das sollte ja eigentlich so nicht sein. Ich denke mal, wir sind alles Menschen hier, die mehr oder weniger humorvoll sind. Ich habe ja auch schon den einen oder anderen Negativkommentar mal so ein bisschen, naja, sag ich mal, leicht durch den Kakao gezogen. Die Löcher machen wir zu, das ist doof. Aber wie gesagt, wir verstehen ja alle irgendwo Spaß, gehe ich mal davon aus. Deswegen ist das immer nicht so zu bewerten, als würde ich das nicht ernst nehmen. Aber wie gesagt, nachdem ich das gesehen habe bei anderen, da wundert es mich dann fast nicht mehr, dass so manch einer dann wirklich sagt, okay, das ist eigentlich echt toll, was du machst. Freut mich natürlich auch. Die Konkurrenz macht es einem scheinbar dadurch auch leichter. Aber wie gesagt, wenn das der Maßstab ist, dann ist es echt traurig. Denn so sollte es eben nicht sein. Oh Scheiße, was mache ich denn? Ach Scheiße, hä? Hat der jetzt keinen Setzling gedroppt? Ich dachte, da kommt immer ein Setzling, wenn man einen Baum fällt, oder ist der runtergefallen? Ja, scheiße. Sonst kriegst du zum Teil gefühlte 100.000 Setzlinge und jetzt überhaupt keinen. Toll, jetzt ist die Palme weg und ich habe keinen Setzling mehr. Ich hoffe doch, dass ich drinnen in der Kiste noch was liegen habe. Nee, aber wie gesagt, also da ist es wirklich dann nachvollziehbar, warum dann einige schreiben, jawohl, das ist cool. Vernünftige Kommentare und auch vernünftige Antworten. Aber ich muss echt sagen, also wie gesagt, mich freut es, wenn ihr das so seht, aber für mich ist das wirklich eine Selbstverständlichkeit. Aber scheinbar macht es mir die Konkurrenz echt sehr leicht in der Hinsicht. Also dann aber ein herzlicher Wink und ein herzliches Dankeschön an die Konkurrenz. Ach, guck mal an, da haben wir noch einige Setzlinge sogar. Dann sollte das ja eigentlich mehr oder weniger wieder passen. Ach Gott, die Kokosnuss. Die kommt von der Palme, ja klar, logisch. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh weia. Ich glaube, ich sollte dieses Lied lassen, wobei ich jetzt einen furchtbaren Ohrwurm habe. Und ich hoffe ja auch. Ja, gut. Das wollte ich jetzt nur noch mal loswerden. Wie gesagt, ist blöd, dass mir jetzt dieser spezielle Kommentar wieder so spät einfällt. Praktisch am Ende. Das heißt, es wird über eine Woche drüber sein, bis ihr das dann hört. Oder bis speziell du das dann hörst, Katja. Und ja. Tut mir leid. Ich gelobe Besserung, wie so oft. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Und ja. Jetzt guckt mal lieber, dass wir mal weiterkommen. Also, wie ihr euch sicherlich denken könnt, ich habe gesagt, ich erkläre es euch gleich. Habe ich nicht gemacht. Scheiße. Ich will wie so eine kleine Insel hier. Was ja letztlich auch schon passiert ist jetzt. Jetzt ist halt die Frage, wie mache ich das am besten einigermaßen symmetrisch, wäre halt nett, ne? Oder ich pflanze zwei hin, eine hier in das Eck und eine in dieses Eck. Das könnte auch passen. Ist die Frage, ob das Zeug wächst auf Sand. Okay, es wäre ja auch blöd, wenn nicht. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie das dann wird. So, dann wollte ich hier noch eine haben. Wobei nicht direkt ans Wasser. Machen wir einen Block weg, weil da sollte ja dann dieses ganze Zeug dahin. Alter, nicht ans Wasser, habe ich gesagt. Dieses Zuckerrohr. Das muss ja auch irgendwie wachsen. So, da kriege ich ja sowieso keins mehr hin. Das haben wir getestet, halt. Obwohl, bisschen Abstand ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und dann können jetzt hier ein paar schöne Palmenbäume wachsen.
Hoffentlich. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, um zu wachsen, das ganze Zuckerrohr. Kann sich ja sicherlich noch ein bisschen ziehen. So, machen wir hier an den Rand vielleicht noch eine. So. Ach, guck an, die erste ist schon fertig. Rucki zucki geht das. Jetzt hoffe ich nur, dass die irgendwie nicht ineinander reinwachsen. Das wäre wieder blöd. Also, mir wäre es ganz lieb, wenn die Palmen jeweils irgendwie übers Wasser ragen würden. Das wird cool aussehen, denke ich. Wenn nicht, dann können wir auch nichts machen. Ich hoffe einfach mal, dass das klappt. So wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir erstmal den groben Teil dieses Vorhabens eigentlich geschafft. Wie gesagt, es sind halt noch kleine kosmetische Dinge übrig, die man noch irgendwie tätigen könnte, machen könnte. Ach komm, wir setzen. Soll ich hier noch eine hinsetzen? Da haben wir ja schon eine auf der mittleren Ebene. Oder auf der Spur. Machen wir hier noch eine hin, komm. Ich habe mal so viele Setzlinge mitgenommen, ich hätte nicht gedacht, dass ich die mal alle einigermaßen sinnvoll verwenden könnte. Aber es ist tatsächlich so. Machen wir noch eine so, damit die nicht ganz im Eck ist, damit es so ein bisschen wilder aussieht. Dahin, okay. Die anderen zwei Setzlinge heben wir uns auf für schlechte Zeiten, wer weiß, was noch kommt. Die packe ich jetzt erstmal wieder weg. Ich wüsste zwar, wo Nachschub ist, aber das ist, glaube ich, ein ganzes Stück zu laufen. Oder? Bin ich jetzt doof? Wo war denn der Sand? Ach, da oben. Ja, wie gesagt, also da... grob geschätzt 5 bis 10 Minuten irgendwo sind wir da, glaube ich, locker unterwegs. Und um mal eben ein paar Setzlinge zu holen, ist das, glaube ich, ein bisschen zu weit. Weil es jetzt nichts ist, was jetzt irgendwie überlebenswichtig wäre. Das ist ja wirklich nur Verzierung. Aber was können wir denn mit den Kokosnüssen machen? Dass man das nicht stapeln kann, ist auch blöd. Ich meine, klar, eine Kokosnuss auf eine andere zu legen, ist vielleicht ein doofes Vorhaben, aber... Jetzt mal im Ernst, Brathähnchen oder so kann man auch stapeln in dem Spiel. Oder, und habt ihr schon mal Hähnchen übereinander gelegt? Also ich wüsste nicht, dass ich das jemals gemacht hätte. Das geht auch. Weil da ja irgendwer, ich weiß nicht mehr, war es Katja oder Gabi? Irgendwer hat gesagt, weil ich mit den Eiern so abgekotzt habe, mit den gefüllten... Versuch das doch mal zu Hause bei dir übereinander zu legen. Und sag mir dann, was dabei rauskommt. So, von wegen Logik und so. Ja, okay. Das Argument verstehe ich. Aber wie gesagt, wieso kann man dann Brathähnchen stapeln oder Eier? Habt ihr schon mal Eier übereinander gelegt? Ich meine, wenn er irgendwie so eine... Keine Ahnung, wie die Eierschalen heißen. Oder diese Eier... Nicht Eierschalen. Da, wo die eben drin sind. In diesen komischen Verpackungen da aus irgendwelchem Recyclingpapier. Ihr wisst, was ich meine hier, dieses Pappmaché-Zeugs da. So wie man sie eben im Laden kauft. Ja, mir fällt das Wort nicht ein. Ist auch scheißegal. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ich weiß jedenfalls, was ich meine. Das ist schon mal ein Anfang, weil das passiert auch nicht oft, dass ich weiß, wovon ich rede. Und ja, von denen habe ich aber nichts gesehen. Also zieht das Argument auch nicht. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Dann hätte er doch genauso gut die Kokosnüsse stapeln können. Ach, guck an. Da erhebt sich was. Das klingt jetzt auch total falsch. Da erhebt sich was. Es regt sich was. Und es ist ganz schön lang geworden. Was habe ich gesagt? Oh wow, die wachsen aber ganz schön derb. Weit rein. Ach, guck mal, der hat eine andere Form als die anderen. Das finde ich cool. Dass die nicht so, na, eben, gleich aussehen. Jetzt ist nur die Frage, ob das vielleicht ein bisschen zu gut, zu viel des Guten war, wenn ich das hier auch noch hinsetze. Dann müssen wir vielleicht doch noch ein oder zwei Palmen entfernen, damit das nicht ganz so extrem scheiße aussieht. So, und jetzt wird's interessant, weil das Zuckerrohr hat ja an sich so keine Samen, sondern... ist praktisch in mehrere Ebenen eingeteilt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das schon die höchste Ebene war. Man muss praktisch immer das oberste wegmachen. Das kann man dann ernten. Oh, jetzt ist gewachsen. Das kann man dann abernten und man lässt praktisch das untere, also diesen Teil hier, den lässt man stehen. Ne? Weil sonst müsste man es ja immer wieder neu pflanzen. Das hat den Vorteil einfach, so kann man es dann lassen, ohne dass man es immer wieder neu einpflanzen muss.
Das heißt, ich spare mir diese Rumhüpferei mit dem einen. Alter, jetzt habe ich hier Eis schon hingesetzt wegen meinen blöden Stiefeln oder was? Willst du mich verarschen? Da auch. Auf jeden Fall, das hat halt einen großen Vorteil, dass wir nicht immer wieder neu einpflanzen müssen, wie hier. Apropos, könnten wir irgendwann mal wieder abernten, aber das lassen wir jetzt. Und das geht dann wirklich ruckzuck. Ne? Man hackt dann die obere Ebene ab. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es auch eine dritte noch gibt. Wächst das zwei Blöcke hoch oder drei? Ich bin mir nicht sicher. Wir lassen das jetzt einfach mal so, wie es ist. Denke mal, das ist in Ordnung so. Und, ja, komm, ich kann das nicht sehen, ey. Das ist absolut verschwenderisch. Was ist das hier? Ist das die Baumwolle? Ach, guck, das können wir auch stehen lassen. Guck an. Ich wüsste zwar aktuell nicht, wofür ich Baumwolle bräuchte, aber wir lassen die Pflanze einfach stehen, weil die wächst dann einfach wieder neu. Also, beziehungsweise die Blüte wächst neu. Und dann kann man das praktisch immer so stehen lassen. Funktioniert beim Weizen natürlich etwas schlechter, weil da eben die Körner praktisch in der Frucht drin sind, beziehungsweise in der gesamten Pflanze und das wächst dann nicht mehr so schnell wieder neu. Genau genommen gar nicht. Die Samen sind dann praktisch verloren, aber wir haben ja so viele. Ich glaube, ich sollte einfach mal ein paar wegschmeißen oder einfach alles an die Hühner verfüttern oder so. Weil das ist leicht übertrieben. Also meine Kiste, da sind glaube ich schon vier Stacks drin. Volle Stacks wohlgemerkt mit 64 Samen. Und ja, irgendwie weiß ich bald nimmer wohin damit. Boah, Alter. Diese blöden Stiefel, ne? Ich mache mir nachher neue. Oder beim nächsten Mal. Nachher nicht mehr. Später dann. Jetzt hat es mich wieder aufs Desktop gehauen. Ich fasse es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist zurzeit. Es ging eine Weile dann ganz gut eigentlich, aber jetzt ist gerade schon wieder so ein bisschen. Bäh. Oh, Alter, guck mal, drei Stacks haben, ey, ich werde wahnsinnig. Also da müssen wir auf jeden Fall ein paar loswerden. Das ist zu viel. So, setzt da auch brav alle ein, ja. Ja, also wenn man wirklich steil auf den Boden guckt, dann lässt er keine Lücken. So leicht schräg gucken, das ist dann schon wieder doof. So funktioniert das nämlich. So, dann können wir nämlich einfach durchrennen und haben trotzdem alle. Ja, kaum sage ich, es macht eine Lücke. Puh. 1A Verlässlichkeit, Kollege. So. Nicht, dass hier noch irgendwann Kornkreise entstehen und dann wieder irgendwer meint, ein UFO wäre gelandet. Das will ich nicht. Keine Gerüchte hier auf meinem Hof, dass das klar ist. So, passt doch. Die Palmen lassen sich offenbar noch ein bisschen Zeit mit dem Wachsen, aber ist nicht schlimm. Jetzt gucke ich mir noch einmal kurz das Zuckerrohr an, ob sich da schon was getan hat. Ja, tatsächlich. Da ist dann wieder ein zweiter Block praktisch gewachsen. Aber ich lasse das jetzt einfach so. Oh, ich sehe gerade. Die Palmen machen es dem Zuckerrohr jetzt nicht unbedingt leichter zu wachsen an gewissen Stellen. Keine Ahnung, ob es trotzdem wächst oder ob das dann tatsächlich sagt, nö, da ist was, ich kann gar nicht wachsen. Darum wäre es eigentlich nett gewesen, wenn kann man das eigentlich irgendwie beeinflussen, in welche Richtung die Palme wächst? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber gut. Wenn ihr einen Tipp habt in der Hinsicht, dann sagt mir das. Ansonsten müssen wir halt die Palmen nochmal umnieten und nochmal neu pflanzen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, weil ich das gerade so handhabe. Ach du Scheiße, was machen die Hühner denn da? Also die vielen Hühner vor allem. Mensch, da lohnt sich's ja richtig. Na komm her. Ist für jeden was da, glaube ich zumindest. Also irgendwie, Kollegen, ihr beiden steht falsch. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Habe ich jetzt alle erwischt? Die da hinten vielleicht noch. Die wollen irgendwie nicht so recht. Oh, wisst ihr. Bisschen Disziplin, Freunde. Wir müssen den Drill, glaube ich, mal wieder so ein bisschen wahren.
So. Das passiert euch auch, wenn ihr abhaut, dass das klar ist. Oder kennt ihr die Story von den ertrinkenden Hühnern? Ich glaube, die kämpfen immer noch ums Überleben. Also mach keinen Scheiß, ja? So, das essen, glaube ich, die Kühe. Wenn wir schon mal da sind. Ja, der guckt mich schon so mitleidig an. So. Was wird das hier? Ein flotter Dreier oder was? Schafe auch, genau. So. Genau, ist doch genug für alle da, Mensch. Nicht so gierig. Was ist mit dir da hinten? Hast du den Lack schon gegessen? Natürlich nicht. So. Oh mein Gott. Ich habe bald so eine Hühnerarmee, ne? Manche haben eine Zombie-Armee, ich habe eine Hühnerarmee. Vielleicht werden es ja irgendwann Zombie-Hühner. Das sieht lustig aus. Okay, ab der nächsten Folge geht meine Operation Basement weiter. Das heißt, wir werden wieder schön am Keller bauen. Das hat sich jetzt doch alles ein bisschen verzögert. Aber solange dann das Zuckerrohr oben wächst, kann ich dann dabei weiter am Fundament des Kellers basteln. Und ich hoffe, dass das dann mehr oder weniger zeitgleich passiert, wobei ich mir eh überlegen muss. Jetzt gucke ich nachher. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind sowieso schon wieder über der Zeit, wenn ich das richtig sehe. Ich muss auch nochmal gucken, dass ich noch ein paar Pfeile nachbaue, weil die sind mir ja irgendwann letztens ausgegangen, als ich da tagsüber noch gekämpft habe gegen die Überreste der Nacht. Da muss natürlich auch was passieren. So, Eichensetzling, die hauen wir jetzt einfach mal weg. Mutter Natur wird weinen, aber ich habe einfach keinen Platz mehr für den ganzen Dreck. Das ist ja wahnsinnig. Du hast so viel Materialien hier zum Teil, du weißt gar nicht mal wohin damit. Wenn ich mir überlege, wie ich am Anfang da verzweifelt versucht habe, irgendwas zu finden. Und jetzt suche ich eher verzweifelt nach einem Platz, das Ganze zu lagern. So, hier Magiekiste, genau. Zack. So, Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Das war die letzte Folge für diese Session. Ich werde jetzt natürlich wieder ein bisschen Kommentare abwarten und so weiter. Und ja, zu viel am Stück ist auch nicht gut. Habe ich so festgestellt. Ich habe einen ziemlichen Vorlauf in fast jedem Spiel. Was bedeutet, dass ich mir mehr oder weniger einen ruhigen machen kann in den nächsten Tagen. Ist auch mal schön, ohne Druck zu machen. Ist, denke ich, ganz wichtig. Weil eine Weile lang habe ich jetzt echt, war ich permanent unter Strom. Ja, du musst das aufnehmen, du musst das aufnehmen. Das habe ich im Moment absolut nicht mehr. Das ist auch okay so. Ab und zu mal so ein bisschen durchatmen. Das ist fast gut, dass GTA jetzt noch nicht kommt, ne? Weil das wäre dann sonst nichts gewesen mit durchatmen. Da hätten wir es nämlich jetzt schon. Wobei, aktuell hätte ich selbst das bewältigen können, denke ich. Aber gut, okay. So machen wir es dann noch gemütlicher. Und bis GTA dann wirklich mal kommt, ja, wenn es denn dann beim nächstgenannten Termin kommt, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Von daher, Freunde, danke fürs Zusehen. Es hat mir wieder Spaß gemacht, wie immer. Und ja, kommentiert fleißig, Däumchen hoch, ist der Daumen oben, wird man nicht loben. Ihr kennt das Spiel. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.